Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine fruchtige Erfrischung. Ich zeige euch, wie man diese leckere Zitronenlimonade herstellt. Das Rezept habe ich vor Jahren von meiner Tante bekommen und sie wiederum hat es von einem Restaurantmitarbeiter in der Türkei erhalten. Ihr müsst wissen, dass hausgemachte Limonade in der Türkei ein Kultgetränk ist. Ihr findet sie gefühlt an jeder Ecke. Umso mehr freue ich mich, dieses Rezept mit euch zu teilen. Die Zubereitung ist wirklich super einfach und geht ganz schnell. Zudem schmeckt die Limonade einfach nur himmlisch. Legen wir also direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht Zitronen und Orangen und achtet bitte darauf, dass die auch bio sind, denn wir brauchen noch die Schale davon. Zudem braucht ihr noch Zucker und Wasser. An Materialien braucht ihr ein großes Vorratsglas oder einen Behälter, der 5 Liter umfasst. Dann noch eine Reibe und davon benutzen wir die feine Seite. Zudem eine Zitruspresse oder eine elektrische Saftpresse. Dann noch einen Feinstrumpf, einen unbenutzten natürlich. Und wofür ihr den braucht, zeige ich euch gleich. Zudem braucht ihr noch ein Gummiband. Als erstes reibt ihr die Schale der Zitronen und Orangen mit der feinen Seite eurer Reibe in eine große Schüssel. Achtet vor allem bei den Zitronen darauf, dass ihr nur die feine Schale abreibt. Wenn die weiße Schicht zu sehen ist, hört ihr an dieser Stelle auf, da sie bitter ist und somit den Geschmack der Limonade verderben kann. Wenn ihr fertig seid, packt ihr die Schüssel mit den Schalen erstmal zur Seite. Jetzt wird der Saft aus den Orangen und Zitronen gepresst und damit das einfacher geht, rollt ihr sie erstmal auf eure Arbeitsfläche und halbiert sie im Anschluss. Ich habe nur eine normale Zitruspresse, aber falls ihr eine elektrische Saftpresse haben solltet, dann geht das natürlich viel schneller. Aber mit einer konventionellen funktioniert das natürlich genauso gut. Da jede Zitrone und Orange verschieden groß ist, habe ich den Saft in einem Behälter aufgefangen, um euch genau sagen zu können, mit wie viel Milliliter ihr eure Limonade zubereiten könnt. Somit kann die Anzahl der Früchte bei euch etwas mehr oder weniger sein. Wenn ihr den ganzen Saft ausgepresst habt, kommt er jetzt erstmal in die Schüssel mit den Schalen. Da habe ich jetzt auch den Zucker hinzugefügt. Das Ganze verrührt ihr dann so lange, bis der Zucker sich anfängt aufzulösen und so kommt die Schüssel jetzt erstmal zur Seite. Jetzt überzieht ihr euren Behälter, in meinem Fall das Vorratsglas, mit einem neuen und gewaschenen Feinstrumpf. Den benutzen wir jetzt sozusagen als Filter für die Schalen. Wer möchte, kann natürlich auch ein ganz feines, sauberes Tuch verwenden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit einem Strumpf am besten funktioniert. Den umschließt ihr jetzt mit einem Gummiband, damit nichts verrutscht, und kippt dann den Inhalt eurer Schüssel vorsichtig in das Glas. Der Rest wird jetzt bis zum Schluss mit Wasser aufgefüllt. Zum Schluss verschließt ihr euer Glas oder Behälter und lasst die Limonade im besten Fall einen Tag ruhen, damit die Aromen der Schalen sich vollends entfalten können. Am nächsten Tag habe ich den Deckel aufgeschraubt, den Strumpf vorsichtig hochgezogen und den restlichen Saft ausgepresst. Macht das unbedingt, damit euch diese tollen Aromen nicht verloren gehen. Somit ist eure Limonade schon servierbereit. Ich habe sie dann in Karaffen abgefüllt und einige noch mit frischer Minze und Orangenscheiben verfeinert. Ihr könnt das natürlich weglassen oder die Minze erst beim Servieren in euer Glas geben. Ich habe meine Limonade vorerst vollständig auskühlen lassen und dann gemeinsam mit Eiswürfeln, frischer Minze und Orangenscheiben serviert. Ich hatte leider schon alle Zitronen aufgebraucht, sonst hätte ich auch noch einige Zitronenscheiben hinzugefügt. Aber die Limonade ist bereits so erfrischend, dass sie die zusätzlichen Scheiben gar nicht benötigt. Bei mir dienen sie wirklich nur zu Dekozwecken. Und fertig ist die unheimlich leckere und super erfrischende Zitronenlimonade. Sie schmeckt richtig fruchtig und ist weder zu bitter noch zu süß oder sauer. Manche Limonaden und vor allem fertig gekaufte sind mir teilweise zu süß oder zitronig, sodass mir der Hals davon brennt. Also war es mir ganz wichtig, dass alles richtig abgestimmt ist. Und ich muss gestehen, dass wir die ganzen 5 Liter Limonade nicht einmal 2 Tagen weggetrunken haben. Wenn ihr also schon mal hausgemachte Limonade in der Türkei getrunken habt und nicht bis zum nächsten Urlaub warten möchtet, um sie zu genießen, oder allgemein ein Fan von hausgemachter, erfrischender Limonade seid, ist das das perfekte Rezept für euch. Ihr habt auch gesehen,
sehen, wie einfach die Zubereitung ist. Sie hält sich auch gekühlt für mehrere Tage frisch und ihr könnt daraus sogar auch leckeres Wassereis herstellen. Das war auch so eine Idee, die mir dann erst später gekommen ist, nachdem die ganze Limonade aufgebraucht war. Aber beim nächsten Mal werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das Rezept mal auszuprobieren. Schreibt mir dann gerne, wie es euch geschmeckt hat und markiert eure Fotos auf Instagram mit dem Hashtag RocksBakery. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!